Vor dem obersten Gericht der Deutschen Demokratischen Republik in Berlin wird Anklage erhoben gegen Dr. Hans-Josef Maria Globke, Adenauers Staatssekretär im Bonner Kanzleramt, mitschuldig an der Ermordung von Millionen jüdischer Bürger und Angehörigen anderer Völker. Aufgerufen, gegen den auszusagen, dessen Stuhl im Gerichtssaal leer bleibt, erzählt der Maler Frank Schattmann seine Geschichte. Ab heute nicht mehr Frank Schattmann, sondern Frank Israel Schattmann. Ich mache, was mir gesagt wird. Und ich frage nicht. Jaulen! Wo ihr hinkommt, wir werden euch schon zeigen, was los ist. Übermorgen kommt ein neuer Trupp polnischer Arbeiter. 20 von euch sollen dafür abgeschoben werden. Direkt von den Rüstungsbetrieben ab zu den Sammelstellen. Hier, hier und hier. Ist. Kann er das nur zulassen?